Ich begrüße euch, ich bin Philipp Wampfer. Ich zeige hier, wie digitaler Fernunterricht funktionieren kann, wie er gelingen kann. Und ich habe in der ersten Folge ein Tool vorgestellt, das heißt Jitsi Meet, wie ihr hier seht, und habe es über eine Instanz gezeigt, die heißt Switch, die bedient Schweizer Hochschulen. Weil ich da ein Konto habe, habe ich nicht gemerkt, dass es für euch schwierig ist, sich da einzuloggen, wenn ihr kein Konto habt. Deshalb möchte ich jetzt eine Alternative vorstellen. Also wie könnt ihr es machen, wenn ihr nicht an Schweizer Hochschulen arbeitet? Und noch zwei wichtige Bemerkungen dazu, die betreffen erstens die Wahl des Browsers, zweitens betreffen sie die Frage nach einem Passwortschutz. Das zeige ich euch jetzt. Also, ich starte, ich öffne die Seite auf meet.jitsi. Das habe ich hier auch den Kommentaren verlinkt. Ich werde das dann auch noch einmal unten reinschreiben und gebe dem Meeting einen Betreff. Und schon kann es losgehen. Ich brauche da nichts weiter, kein Konto. Und jetzt seht ihr hier, das Gelbe ist eine Fehlermeldung. Die sagt mir, mit diesem Browser funktioniert es nicht ideal, weil ich Firefox genommen habe. Ihr solltet Chrome verwenden. Also das heißt, wenn ihr Teilnehmende einlädt, dann brauchen sie erstens von euch diesen Link hier, der ist hier oben, der ist auch, wenn ihr aufs Info in die Info-Schaltfläche klickt, ist der hier. Ihr könnt ihn hier mit dieser Schaltfläche direkt kopieren. Also jetzt er kopiert. Zweitens, verwendet Chrome, dann geht's gut, dann habt ihr keine Probleme. Drittens, ihr müsst in Chrome die Berechtigung geben, dass euer Mikrofon, eure Kamera wirklich verwendet werden darf. Ohne diese Berechtigungen kann das kein Gerät abspielen. Und das vierte optionale wäre ein Passwort, das ihr dann hier setzen könnt. Wir warten. Ja, genau hier. Also ich setze jetzt hier mal ein Passwort, Test 13. Und dieses Passwort könnt ihr dann weitergeben. Und wenn sich jetzt dann jemand einloggen sollte, dann klickt man hier auf den Link. Jetzt mache ich es mal in Chrome. Dann seht ihr, wie es dort aussieht. Dann Jitsi hat jetzt schon von mir die Berechtigungen erhalten. Und jetzt geht ein Fenster auf, dem ich das Passwort eingeben muss, um teilnehmen zu können. Ich gebe jetzt wieder Test 13 ein. Das ist mein Passwort und bin drin mit mir selber im Videomeeting. Gut, ich hänge auf und gehe wieder rüber, damit es keine Rückkopplung gibt. Schließe ab. Sage noch einmal, was wichtig ist. Also erstens, nutzt diesen Link, wenn ihr kein Konto bei Switch habt oder dieses Tool. Gebt diesen Link weiter, sagt den Teilnehmenden, dass sie Chrome verwenden müssen, dass sie die Berechtigung geben müssen und verwendet ein Passwort, wenn ihr das für nötig hält. Aus meiner Sicht ist es nicht nötig. Alle die Datenschutzfragen aus Deutschland, da muss ich sagen, das ist erstens eine Frage der Schulträger, der Länder, des Schulrechts und ich bin kein Experte für deutsches Schulrecht. Aus meiner Sicht ist dieses Tool unbedenklich, in dem Sinne, dass nicht Daten irgendwo gespeichert werden, dass auch ein Open-Source-Tool ist, was jetzt nicht kommerziell funktioniert und Daten verkauft, auswertet. Aber das ist die Einschätzung eines Laien, ob ihr da eure rechtlichen Vorgaben einhalten könnt oder nicht in Deutschland, kann ich nicht beurteilen. Danke fürs Zusehen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Bis bald.